Herzlich willkommen im Research-Kanal der Helaba. Mein Name ist Stefan Mitropoulos. Ich leite das Kapitalmarkt- und Konjunkturresearch der Helaba. Und im Rahmen dieses Researchs analysieren wir seit vielen, vielen Jahren auch den Finanzplatz Frankfurt. Wir haben dazu ganz viele Studien veröffentlicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und über dieses Thema möchte ich mich heute mit unserer Expertin Ulrike Bischoff unterhalten. Ulrike, du hast vor einigen Wochen eine Studie zum Thema Finanzplatz Frankfurt und Nachhaltigkeit veröffentlicht. Welche Rolle spielt dieses Megathema für den Finanzplatz Frankfurt? Nachhaltige Finanzierung ist zu einem bedeutenden Wettbewerbsfaktor für Finanzstandorte geworden. Schließlich ist Sustainable Finance unerlässlich beim Wandel hin zu einem zukünftigen Weltwirtschaftssystem. Der deutsche Finanzstandort möchte in puncto Sustainable Finance zu einem führenden werden. Und hierbei ist zweierlei wichtig. Zum einen die Marktdynamik bei Green Bonds und zum anderen auch das Nachhaltigkeitsengagement des Standortes. Und in beiderlei Hinsicht ist das deutsche Finanzzentrum bereits auf gutem Wege. Ja, das hört sich ja zunächst mal sehr gut an. Aber jetzt mal konkret, gibt es harte Fakten, die diese positive Entwicklung belegen und wie sehen die aus? Der Boom bei nachhaltigen Finanzprodukten ist weltweit ungebrochen, wobei Green Bonds nach wie vor besonders populär sind. Wenn wir uns das einmal für Deutschland anschauen, das jährliche Neuemissionsvolumen ist kontinuierlich gestiegen. In letztem Jahr ein 50-prozentiger Anstieg auf über 63 Milliarden US-Dollar. Und damit rangierte Deutschland international auf dem 3. Platz bei dem Neuemissionsvolumen von Green Bonds hinter USA und China und damit weit vor jedem anderen europäischen Land. Dies liegt an der regen Emissionstätigkeit von Finanzinstituten, aber auch des Staates. Das noch junge Segment grüner Bundeswertpapiere expandiert deutlich. Ja, also eine tolle Entwicklung bei den Emissionen, bei grünen Finanzierung. Aber Nachhaltigkeit am Finanzplatz ist ja noch viel mehr. Was sind hier die wichtigen Akteure und Initiativen? Wir können ein sehr reges, vielfältiges Nachhaltigkeitsengagement am hiesigen Standort beobachten. Und eine ganz zentrale Rolle hierbei spielt das Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Neben Projekten, Publikationen, Veranstaltungen wie dem alljährlichen Sustainable Finance Gipfel hier in Frankfurt kommt beim Cluster gerade auch die Vernetzung gewissermaßen auf verschiedenen Ebenen zum Tragen. National besteht Bezug zum Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, auf europäischer Ebene zur Expertengruppe der EU-Kommission im Rahmen der Taxonomieregulierung und das Cluster ist Mitglied im internationalen Zusammenschluss Financial Centers for Sustainability. Darüber hinaus dürfte es sich langfristig positiv auswirken, dass der Hauptsitz des ISSB, des International Sustainable Standards Board, hier in Frankfurt errichtet wird. Denn Standortentscheidungen, wo man eine finanzbezogene Institution ansiedelt, entfalten im Laufe der Jahre ihre volle Tragweite. Also insofern Good News für Frankfurt. Hier wird sicherlich noch einiges bezüglich Standortpositionierung zu erwarten sein durch die ISRB-Ansiedlung. Und jetzt gerade ganz aktuell, am 20. und 21. Juli, tagt hier in Frankfurt erstmalig der ISSB-Vorstand und die globale Standortstruktur des ISSB wird zusehends errichtet, wobei Frankfurt eine ganz besondere Rolle einnimmt. Ja, also insgesamt sehr gute Nachrichten aus Nachhaltigkeitssicht für unseren Finanzplatz hier in Frankfurt. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, schauen Sie doch mal in unseren Finanzplatzfokus hinein. Das war's für heute aus dem Research der Helaba. Bis zum nächsten Mal.